damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, ist schon wieder ein bisschen her, dass das letzte kam. Ja, mal passiert. Soll vorkommen. Wir hatten ja auch die letzten, keine Ahnung, wie viele Wochen nur noch Regen. So ein Scheiß. Das gibt's nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, Rolla, du brauchst gar nichts mehr. Auf jeden Fall, jetzt ist endlich einmal drüben und ich hab's endlich. Aua! Mist! Ich hab's endlich einmal auf die Reihe gebracht. Die ersten zwei Wiesen auch zu schlafen. Zeit, wann ist es? Wir haben mittlerweile ja den 5. April. Und ja, irgendwie so ein wenig Schlussverkaufsstimmung, könnte man sagen. Letztes Jahr um die Zeit war ich ja mit allem schon fertig, inklusive Seher. Und heuer sind wir halt noch gar nicht einmal irgendwie in der Lage, irgendwas zu machen. Ich habe halt noch nichts angefangen. War, wie gesagt, einfach zu nass. Viel zu nass. Die letzten Wochen so viel Regen gehabt. Ich müsste jetzt lügen, 60, 70 Liter. Teilweise die eine Woche. Also es waren schon ganz schöne Mengen. Und ja, du brauchst den kein Flächen-iPhone. Da unten ist jetzt drei durch, ist es drucken gewesen. Jetzt habe ich gedacht, ich fange jetzt da mal mit dem Anschlafen an. Das wäre mal A-Erbe zumindest. Ich wollte eigentlich Mistlachen vorher fahren, aber vier Tonnen Fass am Grame hinten dran, selbst am Grusengrame. Ich möchte, also sowieso am Grusengrame, das Risiko möchte ich nicht eingehen. Bei aller Liebe. Man muss nicht drauf anlegen. Ich habe es jetzt schon gemerkt, teilweise ist es recht schmierig gewesen. Also es hat leichter Spuren hinterlassen, aber jetzt nicht, dass ich sage, ich habe Furchen gezogen und mir Flurschaden gemacht. Es ist im Rahmen. So muss man suchen. Plus, ich habe mir gedacht, ich fange jetzt an. Du musst ja mal einen Anfang da, du musst ja irgendwann einmal loslegen. Es nutzt ja nichts, wenn du da sagst, naja, ich warte noch bis drucken ist. Jetzt haben sie auch schon wieder gemeldet, nächste Woche. Also jetzt haben wir ja gleich Ostern. In diesem Sinne wünsche ich euch auch schöne Ostern. Ja, wie gesagt, das haben sie ja schon wieder gemeldet. Nächste Woche soll es schon wieder regnen. Ja, wo stehen wir alles und arbeiten an? Wiesen anschlafen, Mistlachen fahren, Miststreier. Draußen im Betzbereich muss geackert werden, draußen im Betzbereich muss Sommergaschen rein, da drunten müssen die Äpfel raus, dann muss da unten geackert werden, dann muss da unten Haben rein. Ich habe einen Nackthaben bestellt, ja, soll auch rein. Die Äpfel sind bestellt für das Jahr, da muss umher dann noch geackert werden, ja, abgeschleppt werden muss, ja, halt alles die Erben, die halt jetzt so anstehen im Frühjahr und ja, irgendwann muss man halt einmal. Ja, wie gesagt, wenn es halt so lang los ist, dann zieht man das Ganze halt ein bisschen raus. Und jetzt haben wir ja mittlerweile den 5. Und jetzt ist halt einmal losgegangen. Ach Gott, ich rede um einen heißen Brei, viel zu viel Gelaber. Nee, in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim weiteren Video. Ja, liebe Freunde, jetzt haben wir mittlerweile den Kar-Samstag und ja, vielleicht sieht man noch ein bisschen was, es hat vorhin noch mal geringt. Ja, ich habe gestern noch am Kar-Freitag zumindest einmal eine Reihe Äpfel händisch noch rausgekommen. Ja, ich habe immer noch Äpfel drin vom vorigen Jahr und bin immer noch dabei, sie rauszumachen, so wie ich Zeit habe. Ja, jetzt ist schon wieder so nass, jetzt brauchst du wieder nicht mehr rein. Ja, klasse. Ach, das ist obligatorisch. Ne, das Wiesen anschlafen haben wir mit dem Dingo gemacht. Am Donnerstag, am Grill-Donnerstag. Das ist fertig. Die Aden habe ich wieder aufgeräumt. Die steht wieder hinten in der Blechgarage. Der kleine Grame steht wieder im Stadl drüben. Und ja, der Vater, der war halt unterwegs mit dem Fluch. Der war in Betzberg draußen. Hat da draußen schon mal geackert mit dem Krone. Ja, der hat eigentlich gedacht, der kann sehen, weil wo er angefangen hat, hat er gesagt, Mensch, das ist so trocken und so schön krümelig, das geht. Gleich das Saatgetrau holen und ja, dann, wenn er heimkommt, dann Kreisladen und Sämaschine und dann gleich neu sehen. Ja, wie hat er gesagt, 10 Meter weiter unten war es dann vorbei, da hat er den Losgallen gefunden und dann war es dann recht nass. Ja, das ist, heuer ist schon spannend, ja. Das Getrau ist auf jeden Fall da.
Das hat mein Bruder vorhin schnell geholt. Das ist ein Sommergaschen. Das kommt dann auf Betzbach hinaus. Ja, so war jetzt dann der Plan. Da draußen ist geärgert. Der Seher hat gesagt, schaut mal nächste Woche, dass es abends vielleicht zusammenbringt. Je nachdem, wie die Wetterlage ist, was das Wetter jetzt hergibt, ob es dann schön ist, ob es dann regnet oder was auch immer. Und ja, das war dann nochmal eine Aufgabe für irgendwann nächste Woche. Jetzt habe ich gedacht, wenn der Pflug gerade am IHC dran hängt, könnten wir vielleicht unten im Feld noch agern. Dass man ja, das bisschen Lagligras um noch rumbricht hinter die Äpfel und da gleich Platz macht für den Habern. Dass zumindest schon mal eine Daldefahr geagert wäre, weil vorne, wo die Äpfel noch drin sind, ja, 5 Meter, wo das sind, oder das sind 4 Meter, glaube ich, sind es 3,90 Meter. Das kostet auch, wenn ich mit der Schleuder durchgefahren bin, direkt Eiseher, da brauchst du nicht mehr groß was agern, weil die Schleuder, die gräbt ja auch um. Also das wäre wurscht gewesen. Problem ist, wir waren jetzt gerade unten mit meinem Vermessungsgerät, ja. Nein, ich habe mich nicht vermessen, ich habe die Fläche vermessen. Und nicht vermessen. Ihr wisst schon, was ich meine. Halt schnell mit dem Ding da unten. Haben wir rausgezogen, wo was nachkommt. Wobei, sein Plan, ich lege mich dazu, sein Plan auch nicht so ganz 100% passt. Also das ist oben das Äpfelbeet, wo das Neujahr nachkommt. Da ist die Hall, da ist die Ausfahrt von der Mähdrescher Hall. Da kommt das Äpfelbeet hin, das haben wir eingezogen. Brauchst du aber nicht reinfahren, es fühlt sich nass dafür, weil ich mit dem Eichepflug dann einmal machen, aber auch nicht heute, weil es zu nass ist. Und da dazwischen ist dann was, also es ist jetzt keine maßstabsgetreue Zeichnung, und unten soll dann eine Reihe haben rein. Ich habe einen Nackthafer bestellt, der soll jetzt eigentlich mit ganz viel Glück jetzt hoffentlich bald einmal bei dabei war. Guck mal, ja, bestellt habe ich noch vor 3 oder 4 Wochen. Ja, ich hoffe ja immer, dass die sich jetzt einmal melden würden, aber wenn es drauf wartet, na gut, so wie es ist, ist es. Dann müssen wir halt einfach warten, müssen wir halt Geduld haben. Ja, der soll dann auf jeden Fall hinter die Äpfel rein, und da wo die Äpfel momentan noch sind, wollten wir dann eigentlich das agern. Da sind wir durchgelaufen, da ist halt auch ein Nussgallen drin. Und ja, der Regen hat schon wieder ausgelangt, dass du schon wieder nicht mehr rein brauchst. Vorher gesagt, naja, wenn es ein wenig nass ist, dann zieht es dir den Fluch sowieso am Hang quer, weil der drückt dich ja weg, und wenn es dann nass ist, rutscht der Bulldog auch weg. Müssen wir auch warten. Hilft nichts, brauche ich nicht ein iPhone. Du nutzt da als bester Allrad nichts und den Fluch optimal einstellen. Der Fluch ist für Hang optimal eingestellt, aber wenn es nass ist, dann schiebt er trotzdem von alle Räder weg. Du kannst machen, was du willst. Das Problem ist die Ashtar-Furchen. Wenn du mal eine Furchen hast, ist kein Problem mehr. Aber die Ashtar-Furchen musst du da ziehen, und wenn oben drauf das Gras platschend los ist, dann ja. Naja, wird halt dann eine Aktion für nächste Woche. Ja, wie dem auch sei, Arbeit gibt es ja deswegen ja trotzdem. Ich fahre jetzt meinen Kettendampfer vor, der vorne will nur mit dem Hut spalten. Noch spalten. Ja, wie gesagt, vorher tut das Blumen mit dem Spalten. Und wer sich jetzt fragt, wo eigentlich unser MP-Trag jetzt ist, da steht er. Ja. Daheim ist noch nichts weitergegangen.
Momentan spielt sich alles bei meinem Vater auf der Arbeit ab. Es wird der Motor hergerichtet. Wir suchen aktuell vom Turbolader ein Gehäuse oder halt ein neuer Turbolader, aber bezahlt und nicht für halbes Vermögen. Ja, naja, wie dem auch sei. Ja. Ich stehe halt jetzt da hüben gerade, den hat er vorhin umgeparkt. Mussten nach vorne aufheben, dann kannst du mit dem Radlader versetzen. Wir haben einmal angefangen, hydrauliktechnisch irgendwas zu basteln. Also angefangen im Plan. Aber so wirklich passiert ist da auch noch nichts. Ja, es sind halt momentan auch auf anderer Arbeit nach. Es ist ja auch kein Projekt, das was jetzt dann in ja, 5 Wochen fertig sein muss. Es dauert halt alles seine Zeit. Da sind die Unterlenker. Hinten kommen wir Fanghaken rein. Es ist sowieso schon ziemlich ausgeklappert, wie man sieht. Von da ist dasselbe Spielchen, da kommen auch neue Kugeln da rein. Also so Augen haben wir schon. Fanghaken müssten da hinten liegen. Gerade 2 Fanghaken. Das sind die da oder? Die kommen hinten noch. Ja, die Hubspindeln sind leider auch relativ ausgeklappert, da werden wir auch noch ja brauchen. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Und ja, da oben schaut es zumindest aus, als hätte ich einmal eine verschwarzt. Vielleicht täuschen wir uns, aber es schaut schon gewaltig danach aus, als hätte ich da oben eine noch gebrutzelt. Original ist das, glaube ich, nicht. Vielleicht gibt es ja einen Betrag vorher, der da Ahnung davon hat und man sagt, ob das so gehört oder nicht. Naja, ist auf jeden Fall auch noch ein wenig Anpassungsarbeit. Die Aggerschiene, die da liegt, ist vorne in IHC. Die haben wir gebraucht, welcher Maß. Aber wie gesagt, ist nichts weiter passiert. Den Anunterlenker da, oder den haben wir ein bisschen beschnitten gehabt, da war seitlich was im Weg. Das habe ich mit meinen großen Trennschleifen angeschliffen. Das ist aber nicht der, das war der eine. Ach du Lichter. Da habe ich auch mal meinen großen schweren Trennschleifer dafür gehabt. Der ist auch schon mal gebrochen gewesen, haben sie auch was eingespaßt. Ja, alles noch ein wenig gebastelt und gebobbelt. Ja, im Betrag, wie gesagt, geht langsam vorwärts. Einspritzpumpen fällt noch. Die ist immer noch unterwegs. Motor wird langsam, Getriebe hat sich jetzt ergeben. Es sind einige Zahnräder kaputt. Halt, stopp, die liegen nicht mehr dahin. Wir haben ein wenig umgebaut in der Halle. Wir haben ja das Getriebe auseinandergebaut und ja, es hat sich leider so ergeben, es ist doch ein bisschen mehr kaputt. Also es ist was zwischen die Zahnräder gekommen, als welches ist das Gehäuse gebrochen. Ja, jetzt haben wir ein Ersatzgehäuse besorgt, die Zahnräder sind aber auch 4 Stück kaputt. Und jetzt hat er vorher irgendwie über einen Kollegen oder einen Bekannten noch was aufgetrieben. Da kommt dann ein anderes Getriebe noch her. Dann kann das Gehäuse, das was wir jetzt quasi gekauft haben, kann dann wieder weg. Dafür kriegen wir eins, wo dann die Zahnräder, die kaputt sind, mit drin sind. Ja, also da geht es auch voran. Wie gesagt, das sind immer so kleine Aufgaben, du siehst eigentlich nicht viel davon. Da liegen jetzt die ganzen Getriebeteile. Hat mein Bruder vorher mitgebracht. Regale. Ja. Und da ist auch ein wenig umgebaut, wie ihr seht. Vorher ist das Regal ja auf eine Höhe durchgegangen, wie ein Arbeitstisch quasi auf der Höhe, wo jetzt das Batterie Ladegerät steht, vorne Höhe durchgegangen bis vorne nach. Jetzt ist das Regal hochkant gestellt, die Motorsägen stehen ein wenig anders drin, Trennschleife, die ganzen Motorsägen, bis auf die Anna von mir, die ist oben im Wohnzimmer. Ist halt ein wenig zusammengerammt. Da hinten ist ein wenig umgebaut. Da steht jetzt von Cormac die Bandsäge von meinem Bruder. Die Feuersäge ist da rüber gekommen und die Fräse da gestanden, wo steht jetzt da. Die Mulden hat einen eigenen Tragrahmen gekriegt, wo es auch drauf steht. Unten drunter passt die Schaufel, oben drauf die Mulden. Wenn wieder Hackschnitzel reinkommen, ist so viel Platz, dass die Schaufel auch noch unten reinpasst.
Das ist quasi die Idee dahinter. Wir haben ja eh die Muldenschirme auf einem Gestell drauf gehabt, welche Hackschnitzel, dass du halt Hackschnitzel lochen konntest. Und ja, so geht es auf jeden Fall auch. Ja, hat sich aber irgendwas verändert. Die Sonnenstrahlbox steht jetzt da. Die hat auch noch fertig angeschlossen. Danach einsatzbereit. Ja, und so geht es halt stückelweise vorwärts. Immer in kleinen Schritten. Wie gesagt, sobald es da einmal losgeht mit Teile schleifen oder irgendwas oder Zusammenbau, kann ich schon mal ein Video machen. Aber im Moment ist halt wirklich nicht viel zu filmen, weil was willst du filmen, wenn es auf der Arbeit drin aber mal vorher passiert. Und wenn er da irgendwelche Teile am Motor nachschraubt oder was, dann nimmt er keine Kamera mit und filmt das. Das ist ja Blödsinn. Ich meine, er will ja auch fertig werden, er macht das in seiner Freizeit. Er macht dafür abends länger. Und ja, es ist dann nicht unbedingt sinnvoll, wenn er dann noch fünfmal irgendwo eine Kamera hinstellen muss und bobbelt rum. Nö. Aber gut, wie gesagt, wenn es da losgeht, das erfährt er dann auch. Gibt es sonst noch was zu sagen? Aktuell eigentlich nicht. Wie gesagt, mit Ackern, das draußen ist jetzt geagert, unten das fällt noch, da ist aber zu feucht. Schon wieder. Wie gesagt, beim Wiesenabschleppen, die anderen Wiesen hat es ja richtig gespritzt gehabt, das Wasser. Also schon gut feucht heuer. Die letzten Jahre war es trocken. Ja, heuer haben wir mal ein wenig ein nasses Jahr. Ist aber auch gut für die Natur, beschweren will ich mich nicht. Es ist halt bloß ein wenig, ja, eine leichte Panik, die sich breit macht, weil man sich so denkt, ja, irgendwann muss es vielleicht einmal fertig werden. Aber gut, wart alles. Ja, in diesem Sinne, soweit erst einmal gut. So, dann jetzt haben wir mittlerweile Samstagabend und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt ziemlich am Ende vom Video. Ich habe mir für euch nur eine Kleinigkeit aufgehoben. Ich bin schon, ja, seit ein paar Jahren Planer. Ich habe vor ein paar Minuten noch die Pläne mal in meine WhatsApp-Gruppen drin gezeigt gehabt. Ja, von was rede ich? Ja, oder anderer war's. Die Bulldog-Garage, wo früher mal der K15 drin gestanden war. Wer sich erinnert an die Zerlegevideos damals von dem Schlepper, der war ja in der Garage da in der Werkstatt gestanden. Ja, die Garage, die soll ja schon seit einiger Jahren neu gebaut werden. Aber das hat sich immer nicht so recht ergeben. Es ist halt, ja, Aufwand. Die alte Garage muss weggerissen werden, der alte Beton muss weg und. Dann muss ausgebaggert werden, dann muss Frostschutz nahe, ja, Budenplatten gegossen. Ja, Püppchen ist recht. Gehen wir runter, komm. Ist ja alles ein wenig Arbeit und ja, das ist halt da vom finanziellen Aufwand natürlich ein bisschen was. Ja, im Nachhinein beruhigt es ein wenig, vor Corona hätten wir das machen müssen. Weil jeder weiß, seit wir Corona gehabt haben, sind die Preise für alles aufgegangen. Und ja, jetzt haben wir ja da noch diesen super tollen Wirtschaftskrieg. Naja, ich glaube, auf jeden Fall ist ja alles teurer geworden. Und ja, vor Corona, da wäre ich wahrscheinlich bei der Garage bei 4.900 Euro gelandet, so circa. Ja, jetzt sind so um die 7, wo ich kalkulieren muss. Aber hilft nichts. Nee. Ich labe viel vor einer Garage, ja. Was ist eigentlich geplant? Das ist geplant. Ja, die alte Garage soll weg und genau auf den Standplatz soll dann ein neuer hin. Geplant ist Einfahrtsbreiten, so dass zwei Schlepper reinpassen. Die Einfahrt hat eine Breite von 3,91 Meter, wie man da sieht. Das waren zwei große Tore. Da können auch die zwei Krame dann da in der parken. Hüben haben wir mal geplant, ein wenig, ja, wie eine Art Werkbank oder sowas. Es soll ein wenig eine Beleuchtung rein, weil da ist ja momentan überhaupt kein Stromanschluss drin. Es kommt ein Fenster wieder rein, auf die Seiten da hüben, wo der Eisenhaufen eigentlich war. Wie ihr seht, das war der bisschen Breite da. Und ja, da kommt ein doppelflügeliges Fenster rein, das habe ich schon liegen. Hüben kommt wieder eine Tür rein, das ist eine Tankraumtür, Feuerschutztür, wie man es will. Die ist vor der Höhe nicht ganz so hoch, deswegen kommt es auch vom Boden ein wenig weg. Kommt unten noch ein Sockel unten drunter. Ja. Ist auf jeden Fall einmal so der Plan. Den gibt es schon länger.
Der Thomas, mein Bruder, der hat auch den Plan als 3D auf seinen Computer drauf. Da sieht man dann die Garage mit aller Obmaße, mit eingeschalteter Lichtquellen. Du sitzt schon wieder auf meinem Plan. Und ja, das soll wie gesagt als 3D und das ist ja jetzt einmal so. Ich habe heute einmal grob durchgerechnet. Die Wände sollen eine Stärke von 24 kriegen. Und ja, die Abmaße seht ihr ja da. Das Maßstabsgetreu, ja, die Schmierereien da drin, das war ich mit Bleistift. Wir haben den Plan noch einmal und das ist jetzt quasi der Schmierplan, so zum Durchrechnen, was ich an Stahl brauche. Um und bei 9 Paletten A60 Stahl, so Hohlblock-Ziegelstahl sind das dann, so Hohlkammerziegel, weil wir brauchen, also um die 500 Stahl, kostet das so 540 Stahl, so in den Dreh, kalkulieren wir. Höhe vor der Garage 2,60 Meter hinten, 2,50 Meter auf der Durchseite. Das heißt, das fällt dann ein wenig schräg ab. So ist der Plan. Da ist die Werkstatt hinten drauf. Also in Verlängerung dann dazu. Genau. Ja. Es ist geplant, in die Garage soll dann nochmal in einer Kanonenofen rein. Der steht schon ewig lang da. Ich habe jetzt geplant, statt der Werkbank, die mir da eingezogen hat, mache ich keine Werkbank rein. Da war ich mal Fettschmiede unterbringen und ja, eventuell ein Abzugshaum drüber bauen mit einem Auslass raus. Dann kann ich entweder da innen schmieden oder das kommt drauf an, das sieht man dann, wenn man es baut und wie die Platzverhältnisse dann tatsächlich sind, wenn man vor Ort steht. Oder ob ich dann davor noch eine kleine Fläche betoniere und dann einfach mit der Feldesse da rausfahre und vor der Garage, da hat man auch die Sauerei nicht drin. So ist der Plan. Das ist so die Idee dahinter, hinter dem Ganzen. Ist wie gesagt schon seit einiger Jahren in Planung. Ja, hat sich immer die Zeit nicht dazu gefunden und vor allem auch die Lust und Muse, weil es ist ja doch ein bisschen Aufwand. Du machst das ja nicht einmal eben in einer Stunde, stellst dich nach, reißt einmal die Garage weg und du hast dann in einer Stunde neuer da stehst, sondern das war der Großprojekt. Wegreißen, das Altmaterial aussortieren, Buden ausziehen, Frostschutz einfüllen, das Stahlgitter unten reinlegen, quasi Stahlbinderarbeiten machen, dann Beton kommen lassen, das sind auch so 5,5 Kubik für die Bodenplatten, etwa 5,5 bis 6 Kubikmeter haben wir gesagt, war da 20er Platten bei 27,69 Quadratmeter, was die Platten da hat, also rund 5,5 bis 6 Kubikmeter, je nachdem wie stark man die Platten jetzt dann macht. Was natürlich Stahlarmiert das Ganze, dass es ein massiver Bodenplatten ist, dass du dann Ruhe hast. Die alte Garage, da ist ein Bodenplatten, also auf den Träger Bodenplatten gekommen, aus Beton und dann ist drauf gemauert worden. Die alte Garage ist einfach in Verlängerung ein Wind da gestellt worden, ein Wind da und so schräg rüber und vorne. Und dann halt das Tor drin. Ja, die hat jahrzehntelang gehalten, aber es arbeitet natürlich. Wir haben bei der alten Garage hinten keine Rückwind, das heißt, die Wind, wenn man in die Garage reingegangen ist, das ist die Hauswind quasi von der Werkstatt. Es ist kein extra Gebäude, das ist einfach nur in Verlängerung angebaut und das hat sich natürlich alles über die Jahre dann, durch das, dass der Hong ja arbeitet und dass es auf Dreh gestanden war, auf Lama-Buden und Zeichen und nicht sonderlich verdicht war, hat es gearbeitet, hat Spannungsrisse gekriegt, die Decken ist abgebrochen, ist vom Gebäude oder ist die Wind abgerissen und ja, die neue Garage, die soll dann quasi als eigenständiges Gebäude dran stehen, aber in Verlängerung. Allerdings halt dann auf einer eigenen Bodenplatte mit eigener Wand ringsrum. Das heißt, wenn da irgendwann einmal wieder was arbeiten sollte, dann soll die Garage eigentlich als ein Stück wandern und nicht, ja, dass halt wieder irgendwas abreißt. So die Theorie. In der Praxis werden wir das dann sehen, aber ja, heutzutage baut man ja normalerweise mit einem festen Fundament oder mit Streifenfundamente oder dergleichen. Und früher, da ist halt ja oft einmal einfach auf dem Dreh, wenn es da so willst, betoniert worden. Und ja, es hat ewig gehalten, aber es hat einen Grund, warum man heutzutage einen Haufen Bodenunterbau macht und tralala. Und ja, macht man es einmal gescheit, dann solltet ich zumindest dann ausgesorgt haben und solltet mal Ruhe haben. So die Theorie und die Hoffnung. Genau. Ja. Das ist auf jeden Fall so ein wenig in Planung.
Also ein Haufen Betonwart gebraucht, ein Haufen Stahlwand gebraucht, kommt da irgendwas zusammen. Decken kommt aus Beton drauf, da müssen wir mal schauen, ob man dann so ein Fertigdeck nimmt, so eine Filigrandeck irgendwie und die dann noch mit Beton aufgießt oder ob man es auch komplett selber ausschaut und gießen tut. Ja, muss man mal sehen. Das war auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Unter anderem noch, ja, es läuft der MP-Drang im Moment so nebenher und ja, es kommt halt das dann auch noch. Ja, jetzt waren eigentlich auch sagen, warum magst du das? Ja gut, der MP-Drag läuft jetzt nebenbei. Ich meine, der kostet auch Geld, das ist klar. Aber wenn der dann irgendwann einmal fertig ist, brauchen wir einen Parkplatz dafür. Jetzt steht er ja momentan in der Maschine halt drin. Okay, werden wir sagen. Man kann ja dann einfach dort parken, wo er jetzt gestanden war. An der Hebebühne, aber das ist ja keine Dauerlösung. Ist ja scheiße, wenn der dort steht. Wenn du mit dem Auto zum Reifenwechsel rein willst, muss der raus. Wenn du ohne Fluch noch willst, muss der raus. Wenn du eine Seemaschine willst, muss der raus. Wenn du drinnen irgendwas haben willst oder irgendwas reparieren willst, muss der raus. Hast du einmal ein mega großes Projekt, dass du sagst, du willst irgendwas restaurieren oder was und brauchst die Halle. Dann hast du das Ding im Weg, dann muss er raus und dann steht er einen Monat, zwei Monate, drei Monate draußen im Regen. Das ist ja keine Dauerlösung. Gut, die Garage die ist natürlich nicht für den Petra gedacht. Da ist er mit 2,50 Meter Höhe vorne ein wenig niedrig, das ist klar. Aber ihr wisst, der KL300 steht da hinten im Carport. Und ja, der steht dort eigentlich ungünstig, weil ja, ist halt auch so neigschlicht alles irgendwie. Und man hat eigentlich gesagt, der gehört wieder in die eigene Garage. Jetzt ist geplant, die zwei sollen dann vorne in die Garage neu, K15 und KL300 in die Garage da. Erstens haben wir, der K15 soll aus dem Stottel raus, weil ein Gerät mit eigener Batterie hat im Stottel eigentlich überhaupt nichts verloren. Ist halt eine Notlösung jetzt im Moment, der steht dort nicht gut. Außerdem steht er im Weg, wenn du da eine Kippe oder was willst, dann musst du mit dem Bulldog erst wegfahren. Gerade wenn es draußen pisst wie Sau und du willst mit dem IHC plus den Kippe-Anhänger, dann musst du erst auf dem offenen Bulldog gucken und fährst ihn aus und dann bist du selber gegossen. Dann hast du den Bulldog, den musst du irgendwo hinstellen, dass er in dem Weg steht. Dann ist der Sachtropfen aus. Naja. Wie gesagt, das ist ja keine Dauerlösung. Soll sowieso mal umgebaut werden und umgebastelt. Und ja, die stehen dann da drinnen und der MP-Drag, das soll dann an die Stelle, wo jetzt der KL300 steht. Im Carport. Da ist ja theoretisch genug Luft hinter meinem Auto. Da passt der schön an und dann. Ja, schauen wir halt einmal. Genau, so viel. Mehr habe ich jetzt aktuell nicht zu melden. Oder wie hier, da haben wir einen Bausparvertrag, wo man da ganz günstiges Darlehen herkriegt quasi. Du hast die Bausparsumme und wenn die dann am Morgen gespart ist, dann kannst du auch so zu viel dann noch als Darlehen aufnehmen und kannst was bauen. Da wollten wir uns jetzt dann einmal erkundigen, wie es jetzt da ausschaut und dann soll das jetzt einmal in Angriff genommen werden. Soll, wie gesagt, auch nebenher mitgehen. Das sind halt alles so die Arbeiten, die am anstehen. Es muss irgendwann einmal gemacht werden. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, die Preise waren einmal deutlich niedriger. Wir wären mal deutlich niedriger weggekommen, aber ihr wisst ja selber, die Preise sind aufgegangen für alles und es wird wahrscheinlich in absehbarer Zukunft nicht anders werden. Im Gegenteil, wir werden wahrscheinlich noch weiter aufgehen, weil wird ja alles teurer. Lass da mal der Sprit geht wieder noch ein wenig auf, dann kostet die Ware ja auch wieder mehr, weil es muss ja irgendwie transportiert werden. Und Transportkosten hoch, sprich Ware auch wieder teurer, Aufschlag, dann Gaskosten für das ganze Betonherstellungszeug und was da du alles hast. Ja, wir nehmen das Ding jetzt endlich einmal in Angriff. Ich hoffe, dass das jetzt heuer dann einmal klappt, so ist zumindest der Plan und dann werden wir sehen. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, beim MP-Trag drunten, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es weitergeht, weil ich auch mit der Garage da machen. Ihr seht ja dann den Baufortschritt, was passiert, wie es passiert, wann es passiert. Und dann sollte da mal was vorwärts gehen. Genau, in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch einmal schöne Ostern. Genießt noch die zwei Feiertage. Ja,
Ich denke, das Video wird morgen kommen. Das heißt, heute ist kein Samstag, morgen ist Ostersonntag. Das heißt, theoretisch wird das Video dann morgen kommen, wenn ich die Zeit und Lust habe, das jetzt durchzuschneiden vielleicht. Und dann sehen wir schon. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder. Servus.